Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu meiner ersten Wettervorhersage auf diesem Kanal. Wir machen eine regelmäßige Serie, und zwar alle drei Tage kommt eine Wettervorhersage für die nächsten drei Tage für Deutschland, für Mitteleuropa. Ich interessiere mich extrem fürs Wetter, deswegen werde ich das tun. Ich will auf diesem Kanal sowieso tun, was ich möchte. Und deswegen fangen wir an. Dazwischen kommen vielleicht auch mal Wettervideos, die ein bisschen außerhalb von den ganz normalen drei Tage Wettervorhersagen kommen. Ich kenne mich zum Teil gut aus, aber nicht komplett. Deswegen nehme ich jetzt hier auch zum Hilfsmittel erstmal die Seite windy.com, aber auch die originalen Wetterkarten. Und ihr werdet es schon sehen. Also, fangen wir an. Bitte seid gnädig mit mir. Ich mache das hier zum ersten Mal auf diesem Kanal. Die Wettervorhersage ist aufgenommen am Montag, ist aber für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Kommen wir erstmal zum Dienstag. Da haben wir in der Großwetterlage folgende Wetterlage. Und zwar sind wir im Nordosten in einem schwachen Hochdruckgebiet. Im Mittelmeerraum ist Tiefdruck, da ist viel Feuchtigkeit, viel Nässe. Ansonsten ist die Luft größtenteils noch klar. Es bildet sich eine leichte Luftmassengrenze, in dem der Nordosten eher in der kühlen, trockenen Luft ist und der Süden immer mehr in die feuchte Luft kommt. Noch passiert aber recht wenig. Am Mittwoch sieht das Ganze schon anders aus. Da zieht nämlich das Tief höher, zieht Richtung britische Inseln und erreicht uns in seiner Vorderseite mit etwas milderer Luft, aber auch nasserer Luft. Das heißt, da gibt es dann auch die ersten Schauer. Der Hochdruck, der wandert Richtung Russland und wird dort ein bisschen stärker. Am Donnerstag sitzt dann das Tief komplett bei uns. Da sieht man es schon, es ist etwas kräftiger mit 1001 Hektopascal Kerndruck. Das ist relativ tief. Das Hochdruckgebiet wird stärker, zieht weg. Wir sind komplett in dieser Tiefdruckschüssel, in der eine südliche bis südwestliche Strömung kommt, in der mildere, aber auch nassere Luft kommt. Das heißt, ab da wird es dann auf jeden Fall deutlich, deutlich wechselhafter deutschlandweit gesehen. Schauen wir uns nun die 15 bzw. 16 Tage-Trends an. Das sind hier die Läufe. Die bunten Läufe sind alle Läufe des Modells. Ein Modell hat immer mehrere Läufe, die verschiedene Sachen berechnen, verschiedene Temperaturen. Wir gucken uns jetzt die Luftmassentemperatur an in 1500 Meter Höhe. Die bestimmt auch oft eben, wie ist die Luft unten, wie ist die Luft oben. Das ist so in der Meteorologie ein wichtiger Ankerpunkt, die 850 Hektopascal Temperatur, also die auf 850 Hektopascal Luftdruck steht. Also da haben wir im Norden jetzt fürs Beispiel Kiel erstmal deutlich unterdurchschnittliche Temperaturen, also minus 5 Grad und darunter. Dann Richtung 1. Mai, 2. Mai geht es etwas höher, also zum Monatwechsel etwas höher, aber immer noch, wir bleiben unterdurchschnittlich die ganze Zeit. Es gibt nur wenige Läufe, die hochgehen. Am Ende des Vorhersagezeitraums gibt es ein paar Läufe, die hochgehen, unter anderem auch der dicke Grüne am Ende, den ihr hier seht. Der ist der Hauptlauf, der hat die besten Daten, der ist auch auf den Apps drauf, der ist etwas höher, der geht über das Durchschnitt. Also 5 Grad werden erreicht, das heißt, da könnte es frühlingshaft werden, aber der Großteil, diese weiße Linie, die den Durchschnitt aller Modellberechnungen trifft, sind unterdurchschnittlich. Die rote Linie ist das Durchschnitt aus, ist der Durchschnitt aus 30 Jahren, also was normal ist, von 1981 bis 2010. Also wir bleiben unterdurchschnittlich bis in den Mai hinein, da gibt es wenig Lichtblicke. Wenn wir uns das Ganze jetzt noch in Zusammenhang mit den Niederschlagssummen anschauen, dann sehen wir auch, jetzt am Anfang ist es noch trocken. Am 27. April gibt es ein paar kleine Signale und ansonsten dann wieder eine etwas trockenere Phase und dann zum Monatswechsel bis in den Mai hinein gibt es schwache, aber vorhandene Niederschlagssignale. Das heißt, da wird es auch weiterhin unbeständig dann bleiben. Schauen wir uns nun die 16-15 Tage Trends an, und zwar für Köln, also für den Westen Deutschlands. Da sind wir insgesamt etwas höher, da sind wir auch näher natürlich an Südwesten, an der westlichen Luft, die natürlich etwas wärmer ist, und haben dort ja immer noch unterdurchschnittliche Temperaturen. Zum Monatswechsel geht es Richtung Durchschnitt, dann wieder runter und am Ende des Vorhersagezeitraums gibt es wieder den Hauptlauf, der hochgehen möchte. Aber der Großteil bleibt auch unterdurchschnittlich, aber wir nähern uns so ein bisschen dem Durchschnitt. Aber es bleibt für diese Jahreszeit immer noch von den 1500 Meter Höhe Temperaturen zu kalt.
Gleichzeitig gehen hier Niederschlagssignale los, auch zum Ende des Monats und in den Mai hinein teilweise etwas deutlicher. Das spräche für eine 5B-Wetterlage, aber das sind nur vereinzelte Läufe, unter anderem auch wieder der Hauptlauf hier. Ganz kurz noch, dieser eine Lauf hier, der sehr, sehr warm ist mit 13,9 Grad, der würde diese Wetterlage hier bringen. Da sind wir hier in einer Tiefvorderseite, Hochdruck im Osten, das heißt, da käme dann die südliche Luft, da käme der erste Heißluftschub nach Deutschland mit der plus 15 Grad Isotherme im Süden und mehr. Das wäre dann 30 Grad bis 35 Grad mindestens, aber diese Wetterlage ist natürlich relativ unsicher, das war nur ein Lauf. So, kommen wir nun zum Osten, und zwar Frankfurt an der Oder. Da sind wir jetzt zum Anfang fast bei minus 10 Grad. Also, dass recht viel kälter geht es um diese Jahreszeit nicht. Wir sind hier im Osten ganz nah an der Kaltluftschüssel, die momentan dort noch rührt. Gehen dann Richtung Monatswechsel auch wieder nach oben. Also, wenn der Tiefdruck kommt, dann wird es einfach in Deutschland wärmer durch die feuchte Luft, durch die Bedeckung, durch die weniger sonnenbelastete Luft, und ja, dann kommt immer mehr Niederschlag auch, Niederschlag bis in den Mai hinein, relativ schwach ausgeprägt, wobei es so ein paar Zacken gibt, die dann schon etwas mehr Regen bringen würden, die dann auch für konvektive Schauer oder Gewitter sprechen, und von den Temperaturen bleiben wir hier auch unterdurchschnittlich. Es gibt natürlich wieder ein paar Läufe, die hochgehen, aber die sind absolut in der Minderheit. Dann schauen wir jetzt mal in die Mitte. Dort bleiben wir auch unterdurchschnittlich, sind nicht ganz so tief wie im Osten oder im Norden, bei minus 4, minus 2 Grad ungefähr, gehen dann zum Monatswechsel tatsächlich hoch aufs Mittel, stürzen dann aber wieder runter. Die Temperaturen schwanken dann so zwischen minus 2 und plus 4 Grad, wobei die meisten tatsächlich unter der 0 Grad Isotherme sind oder unter der 2 Grad Isotherme. Es gibt ein paar Läufe, die gehen sogar über die 14 Grad, dieser eine Lauf hier, der ist aber eigentlich auch nicht unbedingt zu beachten. Der Hauptlauf ist natürlich wieder auch etwas weiter oben bei 8 Grad, das wäre auch nochmal frühsommerlich anmutend. Die Niederschlagssummen auch wieder Monatsende bis in den Mai hinein etwas stärker auf jeden Fall, und es gibt einen Lauf, der geht da ganz hinten nochmal unter minus 8 Grad, das wäre tatsächlich nochmal eine ganz schön brachiale, ja fast schon spätwinterlich anmutende Wetterlage, aber nicht zu ernst nehmen. Kommen wir nun zuletzt zum Süden. Ja, dort sind wir generell höher gelegt, sind jetzt am Anfang auch noch etwas unterdurchschnittlich, kommen dann aber mit der Milderung von Süden deutlich ins Plus. Und zwar, ja, so um 2-3 Grad sind wir dann im überdurchschnittlichen Bereich. Das fühlen wir natürlich nicht so wirklich durch die Bewölkung, durch den fehlenden Sonnenschein. Aber hier und da gibt es natürlich auch Sonnenlücken. Was ganz, ganz wichtig ist, sind die Niederschlagssignale. Die sind deutlich, deutlich, deutlich vorhanden. Sogar der Hauptlauf geht hier Anfang Mai sehr weit hoch. Das spricht für ganz schön viele Schauer und auch kräftige Gewitter. Die Temperaturen im weiteren Verlauf stürzen dann zum 2., 3. Mai wieder etwas ab, taumeln aber insgesamt um den Durchschnitt. Es gibt ein paar Läufe, die gehen sogar über die 15 Grad. Ganz wichtig hier, große Hitze, also bei 15 Grad Isotherme, da sind die 30 Grad am Boden auf jeden Fall möglich. Wir müssen immer so circa 15 bis 18 Grad bei Sonnenschein draufrechnen von den 1500 Meter Temperaturen. Das heißt, wenn wir jetzt am Anfang hier minus 2 Grad haben, dann haben wir ungefähr am Boden, sagen wir mal, 16 Grad ungefähr. Mit Sonnenschein natürlich. Ohne Sonnenschein und mit Schauern ist das natürlich ein bisschen niedriger. So, und gucken wir nun mal auf die Großwetterlage jetzt nochmal für den Dienstag um 0 Uhr. Wir gucken ganz kurz von den Isothermen, wie das aussieht. Da haben wir im Süden die 0 Grad Isotherme, also wo die grüne und die gelbe Luft getrennt wird. Haben wir hier eine Luftmassengrenze, eine leichte, mit nördlich von, naja, Main und Mosel haben wir circa 0 Grad bis minus 5 Grad und leicht darunter im Nordosten eben. Haben wir ja gesehen in den Ensembles, und im Süden über 0 Grad. Die plus 5 Grad liegt im Südwesten noch weiter weg von uns. Dann gucken wir auf die 5,5 Kilometer Höhe Temperaturen. Die sind auch wichtig. Da haben wir hochreichende Kaltluft im Nordosten Europas mit minus 35 Grad in Skandinavien. Das ist schon ordentlich. Und in Sibirien, da ist es tatsächlich jetzt auch nochmal richtig kalt, beziehungsweise im Nordmeer, Spitzbergen.
Und ja, hier der Chatstream, die 552er Linie, die liegt im Süden, südlich davon milder, nordöstlich davon kälter. Dann nochmal die 1500 Meter Temperaturen für den Mittwoch um 0 Uhr. Da haben wir im Nordosten nicht mehr die minus 5 Grad Isotherme. Da verschwindet die sehr kalte Luft langsam Richtung Norden. Die 0 Grad Isotherme im Nordosten, das heißt nordöstlich davon unter 0 Grad, südwestlich davon über 0 Grad und im äußersten Südwesten, da reicht uns schon die plus 5 Grad Isotherme. Das heißt, da sind 20 Grad plus X am Mittwoch definitiv drin. So, nun am Montag, ja, da kommt die plus 5 Grad Isotherme schon viel weiter in den Norden. Also da haben wir dann schon plus 6, plus 7, plus 8 Grad. Das heißt, 20 Grad plus X auch am Donnerstag möglich. Mit dem Regen, im Regen natürlich nicht, aber wenn mal ein Sonnenfenster kommt, dann sind das auf jeden Fall 20 Grad plus X. Im Nordosten, im äußersten Nordosten ist noch die 0 Grad Isotherme, nördlich davon leicht unter 0 Grad, aber ansonsten sind wir insgesamt in einer der Jahreszeit entsprechenden Luftmasse. Das heißt, dort ist es zumindest im Süden deutlich milder. Kommen wir nun zu den Höchstwerten noch ganz schnell für Mitteleuropa. Und zwar am Dienstag um 6 Uhr, da haben wir, beziehungsweise nicht Höchstwerte, sondern die Temperaturen. Jetzt wichtig für alle Leute, die die Wettervorhersage nur wegen den Temperaturen schauen. Am Dienstag um 6 Uhr haben wir verbreitet, hier sehen wir Deutschland, ich werde das Ganze mal so einkringeln, dass man das gut sehen kann, haben wir verbreitet einstellige Temperaturen zwischen 1 Grad und 6 Grad in NRW. Das heißt, wir haben verbreitet im Süden und in der Mitte bis in den Norden unter 4 Grad. Das heißt, dort droht auch nochmal Bodenfrostgefahr, gerade in den Mittelgebirgen und natürlich vielleicht auch nochmal Luftfrost, aber verbreitet im Flachland nur noch Bodenfrost. Ja, dann am Dienstag um 12 Uhr, da sehen wir schon, es wird wärmer. Wir haben grob 8 Grad bis 16, 17 Grad um 12 Uhr mittags. Nachmittags wird das Ganze noch ein bisschen mehr. Bei dem Lauf hier gibt es leider keinen Lauf für 15 Uhr. Das ist ein bisschen schade, aber werde ich im nächsten Video vielleicht ein bisschen besser machen. An den Küsten direkt noch kälter mit 6 bis 8, 9 Grad. Ansonsten, ja, ihr seht ja die Temperaturen, wo, wie viel Grad wir haben. Gerade eben im Südwesten. Deutlich, deutlich über 15 Grad und diese warme Luft, die kommt im Nachmittag da auch noch rein. Das heißt, da sind bestimmt 17, 18, 19 Grad am Dienstag drin. Ja, Mittwochmorgen haben wir immer noch einstellige Temperaturen, aber sie sind schon insgesamt höher. Also sagen wir mal so 3 bis 7, 8 Grad. Bodenfrost droht eigentlich nur noch in den Mittelgebirgen, in den mittleren Mittelgebirgen. Vereinzelt in Muldenlagen kann es da nochmal am Boden etwas gefrieren. Ja, Mittwoch, das wird ein sehr, sehr milder Tag, ein sehr, sehr, ja, unbeständiger Tag, aber eben mild mit 7, 8 Grad an den Küsten und im Festland auf jeden Fall im Norden natürlich etwas kälter. In der Südwesthälfte Deutschlands haben wir auf jeden Fall über 15 Grad, sagen wir mal in den Mittelgebirgen 13, 14 Grad und im Westen bis 18, 19 Grad. Das ist jetzt nur die Karte für 12 Uhr mittags. Das heißt, nachmittags wird das Ganze nochmal ansteigen. Da sind auf jeden Fall 20 bis 23 Grad drin, vielleicht sogar noch ein Ticken mehr. Wenn die Sonne mal scheint, dann sind da auf jeden Fall über 20 Grad drin verbreitet. Donnerstag morgens, ja, die warme Luft, die feuchte Luft zieht rein. Es ist bedeckt und dadurch sind die Nachttemperaturen jetzt deutlich angestiegen. Es gibt deutschlandweit keine Bodenfrostgefahr mehr, höchstens vielleicht im Erzgebirge. Ansonsten haben wir gerade im Süden eine ziemlich warme Nacht mit 8 bis 11 Grad, im Nordosten etwas kälter mit 6 Grad bis 10 Grad. Die tiefsten Tiefstwerte haben wir im Erzgebirge mit ca. 4 Grad. Dann noch der Donnerstag, 12 Uhr, da wird es auch relativ mild verbreitet. Im Norden, da wird es schon wieder etwas kälter. Ja? Da haben wir gerade mal in den Mittelgebirgen, in den westlichen Mittelgebirgen 4 bis 9 Grad. Und im Norden, ja, da haben wir gerade mal 6 bis 10 Grad ungefähr. Ansonsten verbreitet abseits der Schauer über 10 Grad, teilweise über 15 Grad. Gerade wieder im Südwesten, Rhein-Main-Gebiet. Und am Nachmittag wird das Ganze dann nochmal ein bisschen nach oben gelupft von den Temperaturen. So, kommen wir nun zum allgemeinen Wetter. Ja, um 7 Uhr am Dienstag, da haben wir Sonnenschein, ja, verbreitet Sonnenschein.
im äußersten Süden etwas bewölkt, ansonsten alles ein schöner Eindruck am Dienstag. Dienstagnachmittag, ja, da ist eigentlich nur im Süden kommen da die ersten Schauer. In den Hochlagen der Alpen, da gibt es noch ein bisschen Schneeregen und Schnee. Ansonsten kommt die Feuchtigkeit von Süden heran, ansonsten noch verbreitet, relativ sonnig, teilweise strahlensonnig. Am Dienstagabend, da ist in der Mitte noch die Sonne auf jeden Fall da und vom Süden kommt so langsam das Gewölk mit vereinzelten Schauern ran, zieht sich so übers Alpenvorland, über den Schwarzwald, also im äußersten Süden. Und in der Nacht beginnt es dann richtig verbreitet, immer mal wieder Schauer zu geben, gerade in der Südwesthälfte, aber auch an den Küsten ziehen hier und da teilweise mäßige Schauer durch. Also da kann es dann kurz mal auch etwas mehr regnen. Also das sind dann schon konvektive Schauer. Am Mittwochmorgen, da ist das Ganze abgeklungen, da ziehen dann wieder eher die Sonnenscheinfenster auf, gerade in der Westhälfte. Im Nordosten, da gibt es ein paar Schauer, in Tschechien gibt es ein paar Schauer, in den Hochlagen auch Schnee und Schneeregen. Und im äußersten Süden gibt es noch ein paar Schauer hier, teilweise bildet sich Nebel und Gewölk im äußersten Süden. Und um 15 Uhr nachmittags, da zieht sich die Sonne immer mehr Richtung NRW zurück, aber es gibt hier und da ein paar kleine Schauer, gerade in den Alpen gibt es ein paar mehr Schauer und die Sonne lässt immer mehr nach, es kommen immer mehr Wolken, auch im Nordosten einzelne Schauer. Dann um 20 Uhr abends im Süden etwas mehr Regen, ansonsten hier und da wieder verbreitete kleine Schauerfetzen, Sonne noch eher in Sachsen-Anhalt und Sachsen, teilweise auch im Süden in den mittleren Lagen, ansonsten hier und da Schauer und eben größtenteils bewölkt. Dann am Donnerstag um 3 Uhr nachts, da ziehen wieder Schauer auf, ein ähnliches Bild wie in der letzten Nacht. Also wieder an den Küsten hier und da, in der Mitte, im Westen, im Süden und im äußersten Süden gibt es wieder ein paar Regenschauer. Ansonsten ist die Nacht teilweise klar im äußersten Osten und auch im äußersten Südwesten. So, Donnerstag 7 Uhr, da kommen dann schon mehr Schauer. Da kommen teilweise ja fast schon stratiforme Schauer, also gleichmäßige Schauer. Das macht aber recht wenig Sinn, weil Schauer sind nicht gleichmäßig. Und hier und da können teilweise auch schon starke Schauer dabei sein, direkt am Morgen hier in der Mitte. Also da zieht die Sonne sich immer mehr zurück. Nur noch im äußersten Südwesten und im äußersten Osten, also gerade Brandenburg, Berlin hat es da nochmal schön. Aber am Nachmittag zieht es hier auch zu, das heißt wirklich nur noch im äußersten Südwesten gibt es hier und da Sonne. Ansonsten verbreitet in ganz Deutschland, außer im Alpenvorland und in Baden-Württemberg, gibt es viele Schauer, die schwach bis mäßig daherkommen. Und hier und da diese rosanen Flecken sprechen für Gewitter, da kommen immer mehr auf. Das ist jetzt für 15 Uhr, wenn wir mal weiter gucken, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr. Also die Gewitter vor allem in der Mitte. Und im Süden kommt da wieder so langsam ein bisschen Sonne raus. Insgesamt aber auf jeden Fall ein bedeckter und trüber, grauer Anblick. So, dann noch die letzte Karte für heute fürs Video. 20 Uhr abends, da bilden sich wieder so ein paar Sonneneinbrüche. Ja, nicht Sonneneinbrüche, Sonnenblicke. Im äußersten Süden, da gibt es teilweise kräftigen Regen mit Schnee und Schneeregen in den Hochlagen der Alpen. Da sinkt die Schneefallgrenze leicht und ansonsten in der Mitte und im Norden, Nordosten noch einzelne Schauer, die teilweise auch wieder kräftig daherkommen. Da kann es vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Gewitterschauer geben. Ja Leute, das war es jetzt von der ersten Wettervorhersage. War ziemlich lang. Ich habe mich so oft versprochen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen ansehnlich noch hinbekommen im Schnitt. Das war's und wir sehen uns in 3 Tagen, hoffentlich dann knapper.